So, liebe Iron Man Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute nochmal überlegt, mal eben den Helm zusammenzubauen. Ich wollte eigentlich ein Video machen. Ich habe gedacht, komm, ich habe ja schon mal hier auf meinem YouTube-Kanal diesen hier gezeigt, wie man den zusammenbaut. Da muss man nicht gleich nochmal den zusammenbauen, nochmal zeigen. Deswegen habe ich überlegt, mir heute mal ein spontanes Video zu machen, noch einmal zum Thema, wie die jetzt aussieht, der rustikal ist. Ich habe ja Ausgaben bekommen, wo man den Iron Man umbauen kann in Kampfspuren. Das heißt, der Tony Stark fliegt mit seiner Rüstung irgendwie oder ist im Kampf. Da geht er die ganze Lack und die ganze Legierung ab. Wir kennen erstmal überhaupt von Ausgabe 1 diesen Helm. Ja? Wir kennen alle, wenn Tony Starks Rüstung lackiert wird, ist halt die in dieses schöne Rot enthalten. Lackiert und einmal diese Titanfarbe hier, dieses Goldene, diese Legierung. Entweder, es kann natürlich auch sein, dass man noch nachträglich mit einer goldenen Farbe lackiert ist, aber so ist halt im Film. So sieht dieser Helm aus. Und jetzt natürlich, jetzt zum Vergleichbaren, zeige ich euch mal diesen rustikalen Helm. So sieht der Helm jetzt danach aus. Abgenutzt. Also es ist Ausgabe 101 und 102 ist dann das hier. Das ist 101 und das wäre jetzt 102. Zeige ich euch zum Schluss nochmal die Ausgabenheften. Hier ist der An- und Ausschalter, wie gehabt. Hier oben kommt die Batterie rein, wie beim Vorgänger. Sieht cool aus, ne? Ich mache es mal im Dunkeln noch einmal. Zeige ich euch nochmal, wie das so aussieht. Und zum Vergleich zeige ich euch beide noch einmal so. So. Aber mein Dunkelformat. Ne? Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Steril. Und das ist hier einmal so richtig schön rustikal gemacht. Abgenutzt. Kampfspuren. Dann noch einmal in den hellen Modus. Also ist echt cool gemacht, finde ich das. Von der Rückseite, ne? Ich weiß jetzt, ob das jetzt lackiert ist oder ob der jetzt lackiert ist und dann geschliffen ist und dann mit dem Klarlack drüber gesprüht worden ist. Aber ich denke mal, es ist so verarbeitet, dass das so aussieht. Macht ja auch nichts. Macht einen sehr guten Eindruck. Ein gutes Feeling. Ja. Dann noch einmal ohne meine Hände. Also man sieht so richtig der Vergleich, also der Unterschied. Einmal richtig schön lackiert und dann hier einfach mal alles richtig abgerüppelt. Damit ihr seht, wie der aussieht, der Helm, der neue jetzt hier. Ich denke mal, die Teile werden auch anders genauso aussehen. Ja, das wollte das kurze Video für euch sein, auch extra nochmal zeigen, wie der Helm jetzt aussehen würde, wenn man es umbauen würde jetzt in diese Kampfspuren. So, das ist noch einmal sogenannte die Ausgabe 101. Das ist für den Helm auf und Ausgabe 102 wäre jetzt für diesen Vorderdeckel. Die Montierung ist wie gehabt, ne? Wie beim Vorgänger. Da hat sich nichts geändert hier. Die ganzen Bauphase. Natürlich, dass dann nur halt dieser nicht dabei ist. Das habt ihr jetzt extra jetzt auf die Seite bei Ausgabe 102. Gut. Als einzige wirklich coolste, was ich hier finde bei der Ausgabe 102, ist dieses Bild von Tony Stark. Das ist ein sehr schönes Comicbild. Das muss ich ehrlich mal ganz ehrlich sagen. Ich überlege mir das irgendwo aufzuhängen. Also es ist, manchmal haben die wirklich coole Bilder drin. Das muss ich mal sagen. So, liebe Leute, liebe Iron Man Fans. Das war kurz das Infovideo zum Thema diese rustikalen Zusatzteile für den Iron Man, die Rüstung von Tony Stark. Wenn jemand den Iron Man fertig hat,
Muss es selbst überlegen, ob er es machen möchte. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn ich mal alle Teile fertig habe, den werde ich mir aber separat erstmal wegstellen. Und dann sehe ich mal weiter. Gut. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren zu diesem Thema Infovideo, zu diesem Helm. Ausgabe 101, 102 von der Firma Phenom. Wir bauen den Iron Man. Bis dann, euer Mike. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Bis dann, euer Mike. Ciao.